Statistisch gesehen ist die Zeit zwischen Anfang und Mitte August die Zeit, wo die meisten Händler im Urlaub sind. Aber ob die derzeit wirklich sich erholen und Ruhe haben, das sei mal da eher dahingestellt. Denn es sind dramatische Ereignisse, vor allem auch wieder heute Nacht zu verzeichnen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was uns heute erwartet. Und es wird spannend, es wird wild, es wird turbulent, es wird umsatzstark, es wird volatil. Also all das, was in letzter Zeit bis Mitte letzter Woche etwa überhaupt nicht der Fall war. Da war es eher langweilig, etwas hirntot und unter dünnen Umsätzen nach oben gehend. Jetzt muss man langsam wieder anfangen nachzudenken. Jetzt werden die Dinge langsam wieder kompliziert. Jetzt wird nicht jeder Depp automatisch mit Long-Positionen belohnt. Genau das ist ja der Mechanismus, von dem manche glaubten, er würde ewig weitergehen, weil eben die Fed das Geld immer billiger mache. Also können die Märkte nur nach oben gehen, so die Logik. Und jetzt stellt man fest, dass dem nicht so ist und jetzt wird die ganze Geschichte schwieriger. Schauen wir uns vielleicht mal an, zunächst mal, was die Umsätze betrifft. Da ist jetzt plötzlich Schmackes in der Kiste. Wir haben hier den Spider, den maßgebliche S&P 500 ETF. Da hatten wir letzte Woche 38 Millionen, die da gehandelt wurden. 45, 45, 55, 47 Millionen, 44 Millionen, 43 Millionen, also das war praktisch lächerlich. Seit letzten Mittwoch, seit der FED, haben wir jetzt 104, 142, 115, gestern 151 Millionen. Also wir haben praktisch das Vierfache teilweise an Umsätzen als das, was wir zuvor gesehen haben. Da ist also richtig Schmackes drin. Und klar, es ist immer so, wenn Märkte fallen, dann ist der Fluchtimpuls des Menschen stärker ausgeprägt. Dementsprechend wird in der Regel mehr umgesetzt, als wenn es so ströpfchenweise nach oben geht. Aber es ist schon signifikant, dass wir A, keine Marktbreite hatten, es waren also wenige Werte, die das Ganze gestützt haben, nicht die große breite Mehrheit der Aktien, sondern eben die wenigen, die so gut gelaufen sind, vor allem die FANG-Aktien, und die haben jetzt ein kleines Problemchen, wie wir hier sehen. Da haben wir eine ausgeprägte Top-Bildung mit deren, dann dem Abverkauf. Plötzlich heißt es, Bewertungen zählen wieder. Schauen wir uns doch mal eine Amazon an, was hat die für ein Kurs-Gewinn-Verhältnis? Das liegt dann schon eher im dreistelligen Bereich. Klar, ist eine super Firma oder zumindest extrem erfolgreich, jenseits der Moral. Aber es ist eben so, dass man sich jetzt Bewertungsfragen gerade bei bestimmten FANG-Aktien stellt. Und so ist auch gestern eine Apple nach unten gekommen, die ja letztendlich, wie sich zeigt, eher stagniert in den letzten Jahren, was Umsatz und Gewinn betrifft, während der Kurs sich aber mehr als verdoppelt hat. Schauen wir uns mal an, was heute diese starke Reaktion an den Märkten hervorgerufen hat. Wir haben plötzlich die Nachricht gehabt, dass das US-Finanzministerium unter Steve Mnuchin China jetzt offiziell als Währungsmanipulator bezeichnet. Das gab es zuletzt, oder diese Bezeichnung Währungsmanipulator gab es ja zuletzt seitens der USA im Jahr 1994, damals noch unter Bill Clinton, damals auch China, by the way. Jedenfalls hat das dann zu Turbulenzen an den Märkten geführt. Wir sahen weiter stark fallende Anleiherenditen, also praktisch die Fortsetzung der Hosse der Anleihekurse, sahen massive Abverkäufe weiter an den Future-Märkten, an den asiatischen Märkten, und es sah richtig, richtig finster aus. Wir hatten ja gestern schon eben den zweitgrößten Punkteverlust in der Geschichte des Dow Jones zwischenzeitlich gesehen. Hier sehen wir das. Das ging über 1000 Punkte kurzzeitig nach unten und das Ganze setzte sich dann fort. Der Dow war schon auf Future-Basis praktisch unter der 25.000er-Marke ein hartes Stück. Aber dann passierte etwas, was sozusagen den Markt drehen ließ, was die Bullen wieder aufatmen ließe, denn es gab das Fixing der chinesischen Notenbank und die hatte den Dollar-Yuan-Kurs tiefer gesetzt, als zu befürchten war, nämlich deutlich unter der 7er-Marke. Erinnern wir uns, die Panik gestern, die war ja bedingt durch das Ansteigen von Dollar-Yuan, Offshore-Yuan über die 7er-Marke, und China hat nichts dagegen getan, hat also nicht versucht, dagegen zu halten. Jetzt, nachdem man als Währungsmanipulator bezeichnet wurde, ist das ein kleiner Schritt zur Deeskalation, wenn man das Fixing, also wenn man den Referenzkurs für den Yuan, für Dollar-Yuan wieder etwas nach unten nimmt und damit zeigt, wir wollen hier keine unbegrenzte Entwertung zulassen. Aber was ist eigentlich das Problem? Und das hat Kylie Bass, dieser junge Mann, der in Sachen China einer der ersten Adressen für mich ist, der hatte klar gesagt, worin das Problem besteht. China ist in dem Sinn kein Währungsmanipulator,
dass man sozusagen seine Währung künstlich entwertet, also schwächt. Nein, das Gegenteil ist der Fall. China muss seine Währung stützen. Denn es ist so, dass ja das BIP Chinas etwa 15% des Welt-BIPs beträgt, hat also eine überragende Bedeutung. Aber der Yuan selbst, der ist weniger oder hat weniger Anteil als 1% am gesamten Zahlungsverkehr, ist also sozusagen völlig unterrepräsentiert, ist viel weniger wichtig, als es eigentlich dem Land entsprechen würde, ist daher deutlich schwächer und daher müsse, so Kylie Bass, China eben seine Währung stützen, indem man Dollar verkauft, die man hat, um dann den Yuan zu kaufen. So hat das Spiel immer funktioniert in den letzten Jahren. Ganz früher oder noch vor längerer Zeit war es so, dass China wirklich künstlich seine Währung geschwächt hat, als die Zeiten noch richtig bombig waren. In den letzten 2-3 Jahren muss man seine Währung eher stützen, damit sie nicht zu schwach wird. Und genau das ist das Problem. Genau das ist sozusagen wieder so ein Mismatch, so ein Missverhältnis zwischen den USA und China. USA sagen, China würde seine Währung nach unten manipulieren. Faktisch ist es aber so, dass China seine Währung nach oben manipuliert, also mit diesem Vorwurf gar nichts anfangen kann. Jetzt hat Peking heute Nacht gesagt, ja, diese Bezeichnung als Währungsmanipulator würde gegen Vereinbarungen verstoßen, die man auf dem G20-Treffen in Osaka mit den USA geschlossen habe. Also es bleibt turbulent. Es gab jetzt ein Zeichen des guten Willens durch die chinesische Notenbank, zunächst mal die Dinge nicht eskalieren zu lassen. Dann kam noch hinzu, dass die Notenbank auch erlaubt hat, dass in Hongkong sogenannte Yuan Offshore Bills verkauft werden, also Anleihen, die in Offshore Yuan notieren, in dieser Währung notieren. Das führt faktisch dazu, dass Nachfrage nach diesem Offshore Yuan entsteht, was faktisch den Offshore Yuan dann wieder etwas stärkt. Also das ist so ein Konglomerat, mit dem wir es derzeit zu tun haben. Eskalation des Handelskrieges, weiterhin der Fall. Aber hier ein Zeichen der Chinesen, dass sie das Ganze jetzt nicht overdosen wollen, nicht zu stark aufs Gaspedal treten wollen. Dementsprechend ist da richtig Action im Markt. Ansonsten, was habe ich noch für Sie? Kurse. Da wollen wir uns nicht den Videoausblick anschauen, sondern hier den Dollar-Yuan, die Charts wieder von Capital.com. Wir sehen hier, dass das im Grunde die entscheidende Größe ist, Dollar-Yuan. Gestern hier der Move nach oben, Panik. Das Ganze ging dann noch weiter. Wir hatten heute Nacht dann Höchstkurse im Bereich 7,12, knappe 7,13. Dann aber das Fixing der Notenbank. Und wir sind sogar wieder in Richtung 7,05 runtergelaufen. Aktuell allerdings 7,0777 der Kurs. Das ist derzeit einer der entscheidenden Punkte für die Märkte. Und das, wie gesagt, obwohl der Yuan, also der Renminbi, weniger als 1% des gesamten Zahlungsverkehrs in der Welt ausmacht, also eigentlich gar keine Rolle spielt in dem Sinn, aber jetzt eben eine riesige Rolle spielt im Kursverlauf. Schauen wir uns die Dinge an in den Charts. Was haben wir hier noch? Wir haben The Dow Jones. Wir sehen hier diesen Move in Richtung 25.000 heute Nacht, dann die Erholung mit dem Fixing, vor allem Chinas Notenbank. Wir sehen ähnliches Muster. Da waren wir auch im Nasdaq 100 schon mal fast 200 Punkte tiefer heute Nacht. Jetzt sind wir wieder über die 7400er Marke. Wir sehen den S&P 500 bei 2835. Vorhin waren wir schon bei 2850 in dieser Euphorie. Wir haben dann The DAX. Wo wird der reinkommen? Er wird ungefähr im Bereich 11647 getaxt nach aktueller Indikation. Wir haben den Euro-Dollar, der wieder ein bisschen schwächer wird. Das Fixing der chinesischen Notenbank hilft also dem Dollar etwas, nachdem wir jetzt schon im Bereich 1,12 fast 50 unterwegs wären. Wir sehen, dass der Goldpreis dann ein bisschen zurückkommt, 1462, und sehen das amerikanische Crude Oil, das sich hier seitwärts hält bei $55,13. Dramatische Ereignisse. Die Dinge eskalieren weiter. Lasst uns da klar sein. Es ist so, wer als Währungsmanipulator bezeichnet wird, das ist dann schon wiederum eine Eskalationsstufe. Nun hat China erst einmal ein bisschen das Fuß vom Gaspedal genommen. Es bleibt aber dabei, man kauft keine Landwirtschaftsprodukte aus den USA. Es bleibt dabei, dass der Gesprächsfaden eigentlich abgerissen ist, und es ist nicht absehbar, dass die chinesische Delegation dann im September nach Washington reist, wenn die Dinge so sind, wie sie derzeit sind. Also es wird lustig, es wird volatil heute, es wird Spaß machen. Gucken Sie rein bei Finanzmarktwelt. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen, ja, interessanten Handelstag. Bis dann, ciao.